Dann so ein Schranz. Ein Schranz. Rausch, so ein Schranz. Das wollte ich nie. Alright. Stopp mal. Stopp. Sepp, bist du eigentlich gut beim Hufeisenwerfen? Überhaupt nicht, aber ich habe kein Hufeisen dabei, also es könnte klappen. Ja, sieht so ähnlich aus. Aber es könnte schon eine ziemliche Idioten-Olympiade jetzt hier geben. Ja, schau mal, wie gut du das machst. Weil der geneigte Zuschauer erinnert sich vielleicht daran, wie gut bei mir sich Seile richtig aufrollen und verknoten. Wenn nicht, schaut unser allererstes Video an. Ich habe jetzt noch Trauma davon. Trauma. Schauen wir mal. Ich muss in Behandlung. Da. Schmeiß. Oh. Naja, den Ast immerhin erwischt. Nice try. So, Versuch Nummer 2. Hau ab. Naja, ich hab den Baum immer getroffen. Sepp, sind wir hier jetzt schon richtig? 3 Meter in diese Richtung ist wohl der Baum. Fällt dir was auf? Irgendwie... So auf Kniehöhe ungefähr was? Ist dieser Baumstumpf unser Baum, den wir gesucht haben? Ich vermute mal, ja. Also 3 Meter irgendwas in die Richtung. Was kommt hin? Bis scharf. 3, 2, 1. Filmst du? Ja, das habe ich 3 zu 1 gesagt. Versuch Nummer 3. Und. Hopp. Versuch Nummer 4. Sehr hakig, der Haken. Danach gibt es ein Bier. Echt? Vielleicht. Oh. Mach dir eine Hoffnung einfach und dann vielleicht. Hoffnung. Nummer 5. Hast du eine Wurzel gefangen? Ist das schön. Nächstes Mal nehmen wir einen Bogen oder sowas mit oder einen Steinschleuder irgendwie so. Nummer 6. Das ist so ein Reut. Ich liebe es. Jetzt einmal das Seil am Anfang falsch abgewickelt und dann krangelt es und krangelt und verdudelt sich hier zu so einem Haufen Quark, der irgendwelche veganen Ambitionen hier anfängt. Das ist wie Angeln halt, nur ohne dass man Angelschein. Ja, nur ohne Angel. Nur ohne Angel. Ambitionierte Wurzeln da unten versuchen, sich reinzumogeln. Oh Gott. Verletzt sich nicht sehr. Ach so, ja, das kann man. Ja, was sagen muss. Dann muss ich ja morgen arbeiten. Oh, Sepp, guck mal, Bachenkot. Das ist ein Pilz aus dem Boden fest. Ist das ein Pilz? Ist das ein Pilz? Ja, ja, doch. Ja. Aber sieht das nicht gerade lecker aus? Bah. Ha. Ha. Jawollo. Das ist schon mal oben. Sehr gut. Jetzt da hinten wieder zur Rückseite runterkommen. Hängt es jetzt oben fest. Das wäre auch ein bisschen blöd, ne? Ja. Ja. Das ist wohl jetzt stabil da oben. Kommt auch nicht mehr runter. Das ist ja richtig schön eingekeilt.
Sehr weird ist das denn bitte? Keine Ahnung, wo ich. Sie fasse so ein Kultort aus. Schneckenhäuschen. Schneckenhäuschen, Bachenkot. Ja, und so ein Plastik-Jesus in einer Keksdose. Sepp, wie soll das jetzt mit dem Tarnen genau funktionieren? Ach, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ach nein. Ich wollte, dass wir so eine Astgabel haben, wo wir dann hier das einflechten können. Aber jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt muss ich eine neue suchen. Oh, nachdem das Rumgezuppel nicht funktioniert, haben wir uns eine Spezialapparatur von einer Fachfirma besorgt. Fachfirma? Zeig mal her, was hast du gebaut? Stock am Stativ. Also ein Stativstock. Mhm. Oder ein Stockstativ auch genannt. Stocktechnik. Zweibündig. Teleskopierbar, das ist echt ein Qualitätsprodukt. Mhm. Den versuchen wir jetzt mal da oben den Bums zu lösen. Hätte man sauberer vorarbeiten können. Hätte man machen können. Hätte man können, aber... Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Können. Aber... No way. No way.